Ja, mein Kanal heißt Förster Klaus, weil ich tatsächlich Förster bin. Und wie man es unschwer hört, irgendwo in Süddeutschland, in Schwaben. Der Wald vom Bauer Daniel ist hier viereckig. Das sind die Grenzen, die Wälder rechts und links, die gehören jemand anderem. Und Bauer Daniel braucht auch vor allem Holz, um seinen Hof zu beheizen. Er braucht eigentlich für alles Holz damals, 1820, gab es kein Plastik, gab es kein Beton und viele andere Dinge gab es auch nicht. Jedenfalls braucht er das alles und er möchte seinen Wald nachhaltig bewirtschaften. Und wie könnte das jetzt gehen? Unser Bauer Daniel im Jahr 1820 ist ein weiser Bauer. Er hat nämlich jetzt seinen Wald in 20 Felder aufgeteilt. 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4 gibt 20. Weil er sagt, ich will jedes Jahr Brennholz haben. Wir dürfen nicht frieren. Und jetzt macht er das so. Im ersten Jahr erntet er hier diese kleine Parzelle komplett. Er rodet alles Holz. Das wird Brennholz. Im zweiten Jahr rodet er alles Holz von dieser Parzelle. Und im dritten Jahr rodet er alles Holz von dieser Parzelle. Und so weiter und so weiter. Und während er hier rodet und rodet und rodet und das nächste Jahr, und es ist 1830 und es ist 1835 und es ist 1840, und dann kommt er zurück, nach 20 Jahren im 21. Jahr, und dann ist wieder Holz da. Und dann kann er wieder roden und so weiter und so weiter und so weiter. Das war jetzt quasi die Nachhaltigkeit, wie es der Bauer Daniel gemacht hat. Er hat quasi alle 20 Jahre ist er wieder in die Parzelle und konnte dort Holz fällen. Und wenn das Laubhölzer sind, die aus ihrem Stock, den er gerodet hat, wieder ausschlagen, dann sind nach 20 Jahren die Bäume circa oberschenkelstark bei einem normalen Erwachsenen. Man kann mal die Flächen angucken, die in Süddeutschland der Orkan Lothar 1999 abgerodet hat, wie stark jetzt die Bäume dort schon sind. Dann weiß man, wie viel ungefähr 20 Jahre sind. Also, das ist eine ganz einfache Art und Weise der Nachhaltigkeit, ist nicht aber so eine ganz ursprüngliche. Und die Form an Wald, die dann dort entsteht, nennt man auch Niederwald, weil er immer niedergehalten wird. So richtig dicke Bäume entstehen dort nie. War aber früher üblich, gibt es heute auch noch. Habe ich zum Beispiel schon mal in Italien so gesehen mit Esskastanie. Ein Rätsel natürlich. Und zwar habe ich hier was und ich möchte von euch wissen, was ist denn das? Und zwar gehen wir da mal hin zu diesem Baum und hier seht ihr, da ist so ein bisschen so eine Art Rinne und in der Rinne steckt ein Zapfen hier und hier steckt noch ein zweiter Zapfen und die stecken da nicht zufällig drin, weil die vom Baum runtergefallen sind und hier reingesteckt sind, sondern die sind da reingesteckt. Und die Frage ist heute, warum stecken die da drin und wer hat die da reingesteckt? Und jetzt schicke ich einen Gruß nach Haus von Förster Klaus und sage Tschüss und Ade.